Der Predigtext für heute ist kurz und prägnant, ein einziger Satz. Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass dein Wort unter uns so lebendig wird, dass es uns berührt und anspricht und in unserem Leben Frucht bringt. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, ein kleines bisschen tue ich mich heute ja schon schwer, weil die Predigt ja die gleiche ist oder so ähnlich wie gestern. Aber die, die es jetzt doppelt gehört haben, können sich es vielleicht auch besser merken. Ich habe mal eine eurer Konfikerzen mit hierher an die Kanzel genommen. Ganz schön runtergebrannt ist sie und ich musste schon ein bisschen überlegen, wessen Kerze es ist, weil der Name ja schon fast ein bisschen weggebrannt ist. Diese Kerzen waren ein Zeichen in eurer Konfirmandenzeit. Ihr habt sie immer dann anzünden sollen, wenn ihr hier im Gottesdienst wart. Und ja, manche Leute, die haben mir ja unterstellt, ich hätte so kontrollieren wollen, wer alles da ist. Aber ich muss gestehen, auf diese Gedanken bin ich nicht so gekommen. Die Kerze, die hat einen anderen Sinn. Die sollte euch helfen, richtig da zu sein. Nicht einfach nur die Zeit hier abzusitzen und mit den Gedanken ganz woanders sein. Nicht nur ein bisschen miteinander schwätzen oder Handy spielen oder die Bändchen im Gesang zusammenflechten, sondern diese Kerze, die sollte so eine Art Gebet sein, wenn der Gottesdienst losgeht. So ein Gebet: Jesus, ich bin jetzt da. Jetzt ist Zeit für dich und mich. Ich will hören, was du mir sagen willst. Ich will meine Antenne auf dich ausrichten. Und alles andere, das soll jetzt zurücktreten. Ich habe mir so überlegt, ob das bei euch so war. Bestimmt nicht immer, aber ich glaube, das eine oder andere Mal habe ich dann so das Gefühl gehabt, hey, da hat er das so ein bisschen gespürt. Ich habe wieder gemerkt, dass das mit Jesus manchmal gar nicht so einfach ist. Die Kerze hat mich daran erinnert, nämlich, Jesus drängt sich nicht auf. Er macht keine Riesenwerbung. Der redet ziemlich leise. Man kann es leicht überhören. Dann ist der Gottesdienst einfach nur langweilig und zäh. Aber wenn ich merke, dass der mit mir redet, dann verändert sich das. Und die Kerze, die war so eine Art Signal. Wie so ein Licht im Internet. Hey, Jesus, ich bin jetzt online. Jetzt bin ich ganz ausgerichtet auf dich. Wir haben ganz bewusst als Symbol dafür eine Kerze genommen. Weil Jesus das so gesagt hat, wie ich es gerade gelesen habe. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln rum. Der folgt dem Licht, das zum Leben führt. So heißt es in der neueren Übersetzung. Nun weiß ich, dass das ein ziemlich starker Satz ist. Ein Satz, wo ihr als kritische junge Leute natürlich zu Recht hinterfragt: Hey, brauchen wir denn dieses Licht Jesus überhaupt noch? Es gibt doch in dieser Welt genügend Lichter. Und ich sage wieder, es stimmt. Es gibt in dieser Welt viele, die wollen euch sagen, wo es lang geht. Die spielen sich auf, als wüssten sie den Weg für euch. Die erzählen euch, was ihr unbedingt braucht und kaufen müsst, um glücklich zu werden. Und im ersten Moment, das weiß ich wohl, da scheint das alles viel prickelnder zu sein, als das mit Jesus. Da ist es dann wirklich so, dass es wie so eine Kerze, wie so eine Funzel, eine trübe Funzel ist im Vergleich zu irgendwelchen kleinen Leuchtreklamen, die so iPhones oder Partys oder Models oder Superstars da abziehen. Warum also Jesus? Warum eher als Licht der Welt?
Für mich ist Jesus deshalb glaubwürdig, weil er euch nichts verkaufen will. Alle, die so schreien und so tolle Wege anpreisen, das ist jedenfalls meine Erfahrung, denen geht es eigentlich oft genug mehr um sich selber als um euch. Die wollen ihr Geschäft machen. Die wollen ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Bei Jesus hat mich aber noch was überzeugt. Er kennt den Weg und das Ziel eures Lebens. Wenn ich euch so anschaue, dann frage ich mich das manchmal, wie wird das so in 20 oder 30 Jahren mit euch sein? Ich weiß es nicht. Und ihr wisst es auch nicht. Aber dieser Jesus, der weiß es. Er ist der Sohn Gottes und er sieht euer Leben sozusagen insgesamt. Und wenn er sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Er hat einen guten Weg für euch. Deshalb finde ich, dass wir Jesus als das Licht der Welt brauchen. Und das heißt für mich ganz konkret, Jesus sagt, ich bin das Licht für dich, Pascal. Oder ich bin das Licht für dich, Sabrina. Ich begleite dich und leite dich. Und wenn du mir nachfolgst, dann kannst du sicher sein. Ich verlasse dich nicht. Selbst dann, wenn es schwierig wird. Mit diesem Licht Jesus siehst du nicht gleich das Ende des Weges. Es ist nicht so ein Halogenstrahler, der alles ausleuchtet bis ins Letzte. Aber du siehst den nächsten Schritt. Und den zeigt dir Jesus, wenn du ihn darum bittest. Wisst ihr, das war für uns als Konfi-Mitarbeiter und für mich als Pfarrer das Entscheidende an diesem Konfi-Unterricht, dass ihr Jesus wirklich kennenlernt. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, wie das bei mir war. Schon so ziemlich lange her, ich war ein bisschen älter, als ihr jetzt seid, 16. Ich wusste schon total viel von Jesus. Aber dann passierte während einer Predigt was ganz Verrücktes, und das habe ich dort zum ersten Mal so erlebt. Ich kannte den Typ nicht, der da gepredigt hat. Und es waren noch ganz viele hundert andere Leute da drin. Und ich saß da und auf einmal hatte ich das Gefühl, hey, der redet nur zu mir. Und ich bin furchtbar erschrocken. Plötzlich hat in meinem Inneren was angefangen zu brennen. Und in dem Moment habe ich gewusst, da redet jetzt nicht irgendein Typ da, sondern da redet Jesus durch den. Und es war so ganz schlicht einfach die Botschaft, hey, lass mich in dein Leben rein. Wer dein Leben reich macht. Ich habe das damals gemacht. Ich habe damals in die Rede zu Jesus gesagt, ja, ich möchte dir nachfolgen. Und naja, wenn er mich anguckt, ich bin jetzt für euch schon überalt. Ich bin ja auch schon ziemlich alt. Über 30 Jahre ist es jetzt her. Und ich muss sagen, im Rückblick, das war für mich das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Es war nicht so, dass das Leben langweilig geworden wäre. Es war auch nicht so, dass immer alles glatt gegangen wäre. Aber selbst in den ganz dunklen Momenten habe ich gemerkt, dass dieses Licht Jesus bei mir ist. Ich erzähle euch das deshalb, weil ich eigentlich einen ganz großen Wunsch habe, dass ihr das auch erlebt. Ich kann es nicht machen, aber es ist mein Gebet für euch und mein Wunsch, dass ihr spürt, dieser Jesus ist Feuer und Flamme für euch. Er will sein Licht in euer Leben reintragen. Er will euer Leben hell machen. Und er will auch das Leben von anderen durch euch hell machen. Denn das sagt die Kerze auch. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin das Licht der Welt, sondern er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen durch das, was Jesus uns schenkt, auch was in diese Welt reintragen und was verändern. Und das wünsche ich mir, dass das bei euch auch passiert. Ich weiß es von einigen, die schon damit angefangen haben. Zum Beispiel durch dieses Praktikum im Kretschmer Wohnhaus, wo ich sage, hey, da opfert jemand Zeit und Kraft und macht was nur für andere. Findet auch das ein bisschen Licht reingetragen in das Leben von anderen Menschen. Und das hoffe ich eben auch, dass euch die Kerze heute öffnet für mich.
immer wieder daran erinnern, an Jesus, das Licht der Welt. Und daran, dass ihr selber auch Licht in dieser Welt sein sollt. Konfizeit geht jetzt zu Ende. Vergesst das bitte nicht. Jesus brennt für euch. Und er sagt es euch heute nochmal. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.